Der Kampf ist auf 6 Runden angesetzt. Der Argentinier hat noch nie mehr als 6 Runden geboxt. Und das eine Mal, dass Vitos mehr geboxt hat, das war in seinem letzten Kampf gegen Zuri Lawrence, da hat ihm das nicht bekommen. Break-Signal nach dem Stoppruf, schon der Niederschlag oder kam der Niederschlag und schon scheinen Probleme für Sanivaras zu bestehen. Ach, das glaubt doch kein Mensch. Dass er sowas von schlecht geschauspielert hat, das kann er doch vergessen. Dem muss die Börse sperren. Was für eine blamable Vorstellung von Sandivaris. Das ist nun wirklich albern. Ein einsamer Buhruf. Ansonsten überwiegt die Freude über den Sieg des heimischen Boxers. Was war das denn? Da fliegt der Mundschutz raus, aber getroffen hat er ihn noch nicht. Das könnte der Einzelschlag sein, der was bewirkt hat. Jetzt kommt er. Ach was, das war doch mit der Hand, mit der Innenhand, mit einem halben Handgelenk, das ist so ein Quatsch. Dem Mann würde ich nie und immer die Börse auszahlen. Selbst die Reisekosten würde ich ihm nicht geben. Das Betrug am Publikum. Das sind natürlich Sachen, da kann der Veranstalter nicht viel dran drehen. Dennoch mäßige Freude im Lager von Vitos. Paula hat sich durchgesetzt. Wenn das war, also dann weiß ich nicht, woher, wie. So ein Käse. Ja, und da regen sich die Leute in Deutschland über schlechte Entscheidungen auf und kontroverse Entscheidungen, sollte ich vorsichtigerweise sagen, und über Kämpfe, die nicht so doll sind. Was war denn das? Absolut blamabel, was der Argentinier sich da geleistet hat. Den würde ich sperren. Der dürfte nie mehr in Europa boxen. Tja, und weil die ganze Sache